Hallihallo Leute, da sind wir wieder bei Rocket League. Diesmal bin ich alleine unterwegs, also ohne Gas. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt gut klappen wird. Da bin ich, den hoffe ich, habe ich hoffentlich. Ja, sehr schön. Auch wenn er jetzt eine Vorlage gibt, aber den kriegen wir nochmal 50 Punkte, sauber. Und jetzt nach vorne. Ups, hat nicht so ganz geklappt, wie ich wollte. Jawohl. Schön. Und direkt hinterher. Nicht bekommen. Jetzt Nitro holen, hoffen, dass der Mate den gegnerische Tor macht. Habe ich auch nichts gegen. Na. Ah, shit. Hat nicht so ganz geklappt, wie ich wollte. Ich wollte den eigentlich berühren. Oh, schade. Ich wollte den eigentlich berühren, dass der so leicht nach unten fällt. Und mein Mate den dann holen kann. Oh, das hätte ich eigentlich nicht machen sollen. Aber es hat nochmal gut geklappt. Lol, ernsthaft? Wow. Sehr schön. Gut. Da werde ich dafür noch belohnt. War eigentlich, hätte ich den verfehlt, wäre der so gefährlich geworden. Das war tricky, tricky. Aber warum nicht? Upsala. So. Und hier hoch. Und wenn es geht, nochmal ran. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ich habe nicht direkt gesehen, dass mein Mate kommt, erst als es zu spät war. Ja. Das ist natürlich blöd, dass wir da beide drauf gehen. Das habe ich nicht gesehen. Hätte ich nicht machen sollen. Aber wir geben wir mal ihm die Schuld, oder? Oh, da versuche ich mal hinzukommen. War auch wieder ein bisschen riskant. Aber man muss ja auch mal hier ein bisschen impressen. Man sieht hier immer nur, wie schlecht ich beim Manuel spiele und... Das bin ja nicht ich. Okay, da habe ich ein bisschen gefailt. So ein bisschen meine ich so auf einer Skala von 1 bis 10, 10. Da wollte ich ihn ran, da wollte ich ihn nochmal ran. Oh, ich habe ihn sogar angeschlossen. Aber ich dachte auch irgendwie, dass ich mich auf meinen Mate verlassen kann. Also. Ich habe halt da ein bisschen gedörft, weil ich irgendwie gedacht habe, er hat ihn sicher, er hält ihn warm. Oh, dann hat er wieder über die Bande. Obviously. Was auch sonst. Oh, shit. Da hatten wir uns gerade alle gegenseitig gerammt. Oh, den kann er schön holen. Hat er nicht hinbekommen, leider. Ich brauche das Nitro. So. Und. Sehr schön. Sehr gute Vorlage für mich. Muss man mal so sagen. Und dann. Pow! Schlage ich zu und boom, ist er drin. Ganz einfaches Ding. Das ist auch jetzt der verdiente Spieler aus dem orangenen Team. Erster, was die Punkte angeht. Oh, mach ich nicht. Shit. So viel zu. Dem verdienten Spieler aus Orange. Oh nein. Sehr schön. Ich gehe das Boost holen. Das Büstelsch hier. Büstle, die Schwaben sagen würden. Ja, eigentlich sollte der hochgehen und nicht. Okay. Was er da auch immer so genau gerade macht. Den kann ich mir schön snacken. Und sehr schön. Wow. Das war gut. Nachdem er da so ein bisschen rumgedörbt hat. Zur perfekten Vorlage. Bam! Easy peasy. Ohne Manu läuft's. Manu is holding me back. Mehr sag ich dazu nicht. Okay, der hätte ein bisschen besser nach hinten kommen können, aber sei's drum. Ich bin ein bisschen zu spät hoch. Ich hätte schon vorher reagieren können. Und wegge... Nicht ganz so weit, wie ich wollte. Ich wollte ihn eigentlich wegpinschen. Oh, das war schlecht von mir. Das war auch schlecht von mir. Auch wieder, ich verschuldet. Den hätte ich haben müssen und dann hätte ich da vielleicht nicht dran gehen sollen. Den hätte er noch gehabt. Ja, der wäre genau auf ihn zugefallen. Der wäre genau auf ihn zugefallen. Ich hatte halt irgendwie gehofft, dass ich ein bisschen mehr Schwung reinkriege, dass ich den gegen die Latte hauen kann. Also, die vom Tor, nicht die meiner Hose.
Wow. Das ist jetzt ärgerlich. Das ist jetzt etwas ärgerlich. Und natürlich auch wieder so gegen den Pfosten, dass er reinrollen, rausrollen. Ich meine, ich habe den dumm geschossen, ohne Frage. Ja, der geht nicht, oder? Nein, den kann ich nicht machen. Er hat mich ein bisschen geschoben. Dann kam ich nicht richtig in Position. Achtung! Geh du, Mate. Geh du! Sehr schön. Oh, shit. Er wurde abgeschossen. Abgeschossen. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Ich muss nur ein bisschen höher... Fuck. Ein bisschen höher spielen, weil er ja natürlich noch ein bisschen Zeit braucht, um hinzukommen. Sei es drum. So, der war gut. Ja, gut, dass er hingegangen ist. Der wäre von mir gar nicht gut gekommen. Oh, shit. Und? Oh, noch hinterher. Geh noch hinterher. Fuck it. Okay, er fährt einfach auf mich anstelle des Balls. Und sie kriegen damit halt ernsthaft noch ein Tor. Doch nicht. So. Das wäre so lächerlich gewesen, aber der war auch schon lächerlich auf der Linie. Aber ist auch nur verdient für die dumme Aktion davor. Da kann ich nicht drauf gehen. Oh, schön. Der zweite hat sich leider nicht austricksen lassen, ist auch klar. Oh nein. Nein. Okay, er fährt wieder auf mich. Vielleicht kann er dadurch was machen. Der geht nicht. Fuck it. Den hätte ich machen müssen. Der hätte drin sein müssen. Das ist halt wieder ärgerlich. Ah, da bin ich nicht für da. Das ist lächerlich. Das ist einfach nur Bullshit. Naja, ärgerlich. Und warum kriege ich jetzt minus 7? Immer komme ich eigentlich auf die 666. Whatever. So, da sind wir da wieder zur zweiten Runde. Mit einem neuen Mate. Den ich gerade auch schon hatte, aber da ging unser Spiel nicht los, weil wir keine Gegner hatten. Oh, schade. Sehr schade. Oh, er geht drauf. Damit habe ich im ersten Moment nicht gerechnet. Oh, ne, der ist dumm abgeprallt. Lass ihn den holen. Den kriege ich auch wieder nicht. Mann, da stehe ich aber gerade richtig falsch die ganze Zeit. So. Mal in Ruhe ins Tor. Nase kratzen. Und... Ah, fuck. Oh, shit. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Spielen zurück. Ah. Der eine ist total out of position. Aber den hätte er natürlich auf die andere Seite spielen müssen. Aber ist nicht schlimm. Hat ihn nicht richtig geschossen bekommen, leider. Oh. Sehr schön. Wow. Da konnte der Lenk... Ja. Baguette. I am the robot. Ja, wir spielen mit einem Roboter, okay. Elemi. Den krieg ich wieder nicht, oder? Doch. Oh, ausnahmsweise mal. Nein! Oh, fuck. Alter. Ich geh ins Tor lieber. Ja. Zack. Und jetzt nochmal gegen. Oh, und nochmal drüber. Oh ja, schön, aber ich bin nicht mehr schnell genug. Das ist das Problem. Ah, fuck, da bin ich auch scheiße gefahren. Und macht er den? Den könnte er. Oh, zu feste. Aber er kann den Rebound holen. Der Ball ist gerade in der Luft abgesprungen, oder habe ich mich gehört? Der ist nicht auf den Boden gekommen. Oh, shit. Oh, den kann ich gut holen. Nein! Mein Rechtsklick hat sich zweimal ausgelöst. Das habe ich leider manchmal das Problem, dass. Mein Rechtsklick, manchmal drücke ich den zu fest und dann. Weil der. Meine Maus ist nicht mehr. Einwandfrei. Ja, und dann verdrücke ich mich manchmal. Oh, fuck it. Ja, shit. Oh, schade. Er ist nach links gefahren, oder? Er hat wahrscheinlich gedacht, dass ich ihn weiter in die Ecke spiele. Wobei ich natürlich, wenn ich kann, versuche, den vor das Tor zu bringen. Aber das weiß er. Oh, shit, das war super schlecht von mir. Gut, dass er da hinterher gegangen ist.
Das hätte einen leichten Konter generell geben können. Ich sollte weiter nach hinten. Da hätte er den jetzt besser getroffen, wäre da auch drin gewesen. Da habe ich mich auch wieder komplett falsch bewegt. Das ist... Ich wollte eigentlich dran gehen, aber dann wusste ich nicht, in welche Richtung ich drücken muss, wenn ich den seitwärts anschlage. Weil ich habe mittlerweile echt immer das Problem, dass ich mich wirklich immer genau in die falsche Richtung drehe. Und das wollte ich halt nicht nochmal machen. Sehr schön. Und... Fuck! Oh, Mann. Okay. Der ist nicht drin, oder? Sehr schön. Und jetzt kann ich ihn raushauen. Leckt's ein bisschen? Ne, die anderen haben den Halbling, aber ich hab nochmal. Komisch. Komm, komm, komm. Oh, sehr schön. Und nach links. Oh, fuck. So. Ja, ich bleib hinten. Der kommt eventuell zu einem guten Schuss. Oh, ich wurde weggeschossen. Fuck. Der ist drin. Ja, den muss er dann natürlich haben. Der kann dann nicht so stehen, dass er ihn outplayed, wenn ich outgeplayed werde. Ist aber natürlich kein Problem. Kann mir genauso passieren. Ich hätte da in erster Linie vielleicht auch nicht outplayed werden sollen. Shit. Ich hasse 1 gegen 1. Ich wollte auch eigentlich mich nach rechts bewegen, hat er auch nicht gemacht. Ach du Scheiße. Ich hatte damit gerechnet, dass er den ein bisschen schneller trifft. Okay, den kann ich mir holen. Krieg ich den noch? Ja. Oh, shit. Ja, bringt mir gar nichts. Da guckt man mal eine Sekunde nicht hin. Ah. Den hat er genommen. Ja gut, da kann er nichts machen. Er steht halt dafür. Scheiße. Muss er ins Tor fahren und hoffen, dass er ihn kriegt. Aber selbst der, so, der hat den so gut geschossen, hoch ins Eck. Da kann er... Ich glaube nicht, dass er Konovi ist. Naja. Dann machen wir eben noch eins. Ist auch kein Problem. Habe ich auch kein Problem mit. Wir wollen ja sowieso mehr als ein Tor schießen. Ist ja sonst langweilig. Oh. Das ist so lächerlich. Holy shit. Den kann ich nicht holen. Ja, und er schießt den rückwärts schneller, als ich den vorwärts geschossen krieg. Das ist das Geile. Aber gut, wir spielen das gleiche Auto, glaube ich. Da kann das mal passieren. Und hoch. Hat er nicht bekommen, weil der Ball nicht richtig lag. Sehr schön. Oh, die waren... Ich hatte schon im Urin, dass er durchgeht. Weil man hat es so ein bisschen gesehen, die waren irgendwie nicht so bam. Der war schon ordentlich feste. Da müssen wir jetzt natürlich nur kein Tor mehr fressen. Danke für die guten Taktik-Hinweise, Klaus. Kein Problem. Ich fahre zurück. Hat keinen Sinn, wenn ich da mit nach vorne fahre. Okay, so. Der fährt auch nicht. Ich hätte drauf fahren können, aber... Wow. Und... Oh, ich habe den anderen nicht mehr gesehen. Nur den, der mich gerammt hat. Ich hoffe, den hat mein Mate. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Haben wir auch den Boost hier bekommen. Wo ist der andere? Da hinten. Ne, der ist der feste. Den kann ich nicht holen. Ah, da darf... Warum fährt er damit drauf? Das verstehe ich halt nicht. Es ist... Ja, ich verstehe halt nicht, warum er damit drauf fährt. Kann ich euch nicht sagen. Das ist, also vielleicht ist es auch von mir falsch, aber der Ball wird in die Ecke geschossen, also rotiere ich von der Mitte in die Ecke und er rotiert von der Ecke in die Mitte normalerweise. Aber er fährt halt auch mit drauf und dadurch ist natürlich... Mir war es auch relativ bewusst eigentlich, dass ich den Ball misse, aber man muss halt trotzdem drauf gehen und... Keine Ahnung. Naja, so fallen halt Gegentore. Hätte ich es nicht gemacht an seiner Stelle, ist halt... Keine Ahnung. Sehe ich als sehr... Falsch an, aber vielleicht liege ich auch falsch, keine Ahnung. Wie dem auch sei, ich bedanke mich fürs Zugucken. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei einem neuen Video. Und ja, bis dann. Tschüss.